Die Blöchel meldet sich mal wieder zu Wort und gibt ein Lebenszeichen und ich hoffe, ihr übt alle Nachsicht mit mir, dass ich mich so lange nicht mehr bei euch gemeldet habe. Doch in diesem Kontext möchte ich gleich mal eine Frage an euch stellen. Was hat SoMe mit psychologischer Sicherheit, die an und für sich in der Organisationsentwicklung und im Fehlermanagement angesiedelt ist, zu tun? Psychologische Sicherheit gibt drei Themenpunkte her. Und zwar, das erste ist Vertrauen schenken und das tun wir, wenn wir regelmäßig eben posten oder Beiträge einstellen und mit euch miteinander in Austausch gehen. Punkt 2 ist zum Beispiel auch die Eigenverantwortung zu übernehmen, dass man sich auch daran hält, beziehungsweise auch diese Kontakte, die Community pflegt und hält. Der dritte Punkt, Verletzlichkeit zeigen. Wie soll es auch anders sein, was ich nicht selber lebe? Kann ich auch nicht unterrichten, beziehungsweise auch nicht dafür stehen. Und dazu zeige ich auch hier in diesem Kontext meine Verletzlichkeit. Moment. Meine Verletzlichkeit. Aber gehen wir nochmal zurück. Drei Themenkomplexe, umfasst die psychologische Sicherheit, das heißt Vertrauen schenken, Eigenverantwortung übernehmen. Dritter Punkt ist die Verletzlichkeit zeigen. Tja, und da stelle ich auch die weitere Frage, wie schaut es mit den drei Themenpunkten bei dir aus? Bei der Verletzlichkeit ist es oftmals eben so, ich will lieber nicht zeigen, dass ich verletzlich oder verletzbar bin, weil man das eben auch ausnutzen kann oder mir damit wehtun kann. Und deswegen kommt die psychologische Sicherheit für mich auch in eine Art Verhaltensprävention zum Tragen, indem dass ich nämlich zum Beispiel auch Vertrauen schenke, wird mir auch Vertrauen geschenkt und so ist es ein Geben und ein Nehmen. SoMe sollte so eben auch sein. Wie schaut's bei dir aus mit deinen drei Themenpunkten? Und was könnte das zum Beispiel mit deiner Vertrauenskultur innerhalb deiner Arbeitsstelle, innerhalb deines privaten Umfeldes, in deiner Familie zum Beispiel sein oder auch im zwischenmenschlichen Freundes- und Bekanntenkreis? Bist du jemand, der schnell vertraut oder brauchst du bestimmte Attribute, damit du vertrauen kannst? All das sind wertvolle, wichtige Fragen zur Reflexion. So, und ich werde jetzt aber auch wieder hier Schluss machen, denn ich könnte gar nicht vorstellen, wie lange das ich dazu gebraucht habe, dass ich überhaupt dieses Video mache. Und ich bin jetzt ganz ehrlich gesagt so richtig groggy, so richtig fertig. Und währenddessen, dass ihr noch bei zweiter arbeitet, werde ich jetzt mich noch einmal hinlegen, denn mein Schlaf-Wach-Rhythmus ist total miserabel. Tja, momentan letztlich angreifbar. Ich kann damit leben. In diesem Sinne, bis bald. Ich melde mich wieder, eure Bianca.